Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Mania Legends an Tag 63 mit 57.000 Gold Belohnung. Woo! Ha! Okay, heute habe ich ein... Oh, neues Event. Okay, dann schauen wir uns erst das Event an. Ein Clan-Event. Erhöhe deine Clan-Punktezahl. Deine Clan-Punktezahl. So. So ist richtig. Mal sehen, mal sehen. Drachenzorn. Kriegen wir, glaube ich, hin. Okay. Dann muss ich mich aber nicht explizit anmelden. Hä? Yay, sammle so viel Gold wie möglich. Okay. Heute spackt richtig krass. Oh, Drachenliga. Yay, bin ich abgestiegen? Nee, ich habe die Drachenliga gehalten. Ich habe doch nicht mal PvP gemacht. Na gut. Heute spackt irgendwie das Spiel. Zeitweise habe ich hier so Tonaussetzer. Ich hoffe, das war jetzt nur, weil die Events geladen haben. Ansonsten wäre das wirklich sehr, 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 sehr komisch. Okay, in 2 Stunden kann ich euch wieder beschenken. Ja, es hat sich einiges getan. Da komme ich sofort zu. Zum einen haben wir ein neues Mitglied im Clan. Wir sind nämlich jetzt zu 5. Und Drachenmeister 474533 ist neu. So. Die, der, das ist neu. So. Von daher sind wir jetzt schon 5 Leute. Leute, nur 15 Plätze in dem Clan frei, ne? Ich würde mich an eurer Stelle beeilen, ne? Und wenn ihr einen Freund braucht in dem Spiel, Rekrutierungscode seht ihr einmal hier. Damit könnt ihr mich adden. Und mir natürlich auch zeitgleich, dadurch, dass ich euch beschenken darf, verhelfen, dass ich schneller hier an die ganzen Gimmicks rankomme, um euch die zu zeigen. So, fangen wir mal wieder hier auf dieser Insel an. Ich habe Beeren angebaut. Oh, warte mal, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Einstellung, Sound. Ich würde gerne. Yep. Ich finde die Effekt-Sounds teilweise viel, viel, viel zu laut im Gegensatz zu der Musik. Ah, ist immer noch ein bisschen laut, aber jetzt geht's. So. Dann schauen wir mal, was unsere kleinen Springen ins Feld machen. Ich habe irgendwie ganz zufällig den Honigdrachen gezüchtet. Das ist doch fein, oder? Und wir haben natürlich keinen Platz, weil ich wahrscheinlich hier so ein Energiehabitat dafür aufbauen muss. Ich bin doch pleite. Mal gucken, wenn ich jetzt das Gold loote. Vielleicht kann ich da irgendwas machen. So, das habe ich geupgradet. Einmal so. Jo, das reicht doch. Ich brauche mehr Platz. Mal hier habe ich, glaube ich, schon, ne? 2, 2. Jo, dann... Ach, oh Gott, ich bin so arm. Ich bin so arm. Ich bin so arm. Okay. Danke schön fürs Geschenk, lieber André. Und... Oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich den nicht wegpacken kann? Wir gucken mal. Ich habe einen zweiten Drachen auch noch gezüchtet. Das sieht aus wie ein kleiner Stier. Und Präriedrache. Oh, ach ja, das war ja der, wenn ich mich auf Facebook anmelde. Wenn man sich auf Facebook mit seinem Account registriert, bekommt man als Dankeschön genau diesen Drachen. Und den wollte ich unbedingt haben, eben wegen diesen 3 Elementen, um den noch ein bisschen hochzustufen. Das Doofe ist, ich kann den aktuell nicht in meinem Line-Up gebrauchen, weil er halt irgendwie keine anderen Elemente abdeckt. Ich werde ihn trotzdem hochstufen. Mal gucken, wie er in Erwachsen ausschaut. Oh, die beiden, die verstehen sich bestimmt gut. Beide solche Special-Drachen hier im Habitat. Gucken wir doch mal. Er ist okay. So, den streichen wir nochmal, holen nochmal alles aus ihm raus. Und ihn wollte ich jetzt nächstes... Der hat auch 3 Elemente. Metall, Schatten... Ups. Metall, Schatten oder beziehungsweise, wie heißt das überhaupt? Schatten? Das heißt, glaube ich, Eilerenangriff und Feuerangriff, genau. Und der wäre schon mehr was für mein Line-Up. Weil der hat 2 sehr interessante Elemente. Wodurch ich eigentlich... Mal, machen wir mal kurz erwachsen. Oh, sieht ja... Sieht ja nicht nice aus. Oh mein Gott, der ist so geil. Oh Gott. Ragnarök-Drache. Okay, ich kann ihn nicht... Okay.
Okay, dann nicht. Ich würde ihn gerne in Line-Up einbauen und dafür Deke weglassen, ihn hier. Ich habe den schon so weit ausgebaut. Ich kann ihn ja nach wie vor auch gebrauchen. Auch seine Attacken sind recht brauchbar. Aber er hat mittlerweile etwas, was ich in meinem Deck noch gar nicht habe. Und das ist halt dieser leeren Angriff. Und ich glaube, der kann ganz cool sein. Den würde ich zumindest gerne mal ausprobieren. Das heißt, ich werde mal schauen, dass ich auch ein bisschen darauf achte, dass ich ihn hier hochstufe. Das mache ich aber offscreen. Das mache ich jetzt. Ich fütter den jetzt nicht die ganze Zeit, während er zuguckt. So, da habe ich einen Trupp losgeschickt. Da kann ich ja nichts Special-mäßiges mehr finden, aber zumindest gibt es ein paar Beeren und Gold. Die werde ich noch nicht weiter losschicken. Dann habe ich hier einen Trupp losgeschickt. Ah, schade. Nicht so weit, was ich gebrauchen kann. Die kann ich gleich wieder machen. Dann gucken wir mal. Hier fehlte mir, glaube ich, ein Drache. Und zwar dieser hier, der Tornado-Drache. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich den gezüchtet kriege, weil ansonsten kann ich nicht weiter nach Kronos-Teilchen suchen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir in der Bruthöhle Platz. Gucken wir mal, was habt ihr fabriziert? Regenbogendrache. Ich brauche nach wie vor den Pflanzenwasser mit dem Energieelement, um einen Bananendrachen herauszukriegen. Ich habe eigentlich so weit drauf geachtet. Pflanzenwasser ist ja dieser Bonbon-Drache. Ja, Pflanzenwasser und er ist rein Energie. Aber es scheint doch einige Kombinationen zu geben. Nee, ich mach's weiter mit denen. Irgendwann klappt das schon. Bloß nicht aufgeben. Und ansonsten wollte ich heute in dieser Folge ja gar nicht viel, viel mehr machen, außer, das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir von meinen Clan-Mitgliedern mal deren Inseln angucke. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich fange hier oben an mit Player 49032 9430. Das ist Mari, glaube ich, oder? Mari, oh Gott, diese Player. Du warst das. Gucken wir doch mal. Okay, wir sind angekommen und ich sehe als allererstes Deko. Schaut euch das mal an. Glitzerbusch. Mhm. Hier sind Eier vom Ostereier-Event. Blumenbogen. Kleine Kirschblütenbäume. Also für eine Marschen ist das schon mal sehr hübsch dekoriert. Aber ich glaube, das ist doch das Einzige, was man machen kann, ne? Zwischen diesen Lücken einfach irgendwas reinsetzen, damit es voll aussieht. Weil das ist echt so ein bisschen doof gemacht. Oh, du hast den Drachen, das Drachentrainer-Monument. Monument. Monument auf Deutsch, nicht Monument. Hört schon wieder aus. Das ist heute echt toll. So, und dann schauen wir mal. Ui, ich sehe. Mal eben kurz, ob du hier nach oben hin ausgebaut hast. So weit bist du noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wann man das macht. Das könnte man vielleicht das an Level 43 schon sehen, wie viel man da ausgebaut haben sollte. Aber ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Dann gucken wir mal, was ist das denn hier? Okay. Das Doofe ist, ich kann nie sehen, wie diese Drachen heißen. Wie heißt denn der, dieser schwarz-blaue? Der sagt mir jetzt gar nichts. Also, Experten von euch werden wahrscheinlich jetzt auf die Drachen gucken und sagen, ah, den kenne ich doch, aber... Ui. Ach, du hast ja auch den Ragnarök-Drachen, den kenne ich ja. Dieser hier sieht aber auch interessant aus. Ist das ein Event-Drache? Der sieht auch cool aus. Hier, dieser grüne Schlangendrache da. Aber ich muss sagen, anhand diesen Drachen kannst du nicht wirklich erkennen, welches Element gemeint ist. So bei vielen Drachen, jetzt gerade am Anfang, wo ich bin, hier zum Beispiel der Korallendrache, da kann man sich schon denken, wie der ungefähr heißen müsste. Oder hier Sonnenblumendrache, Bonbondrache, Wasserdrache, Melonendrache. Also man sieht das alles optisch richtig. Aber umso mehr man tiefer in dieses Spiel eindringt, weil hier der Schnee, nee, das ist der Wolkendrache, ne? Wolkendrache. Schneedrache sieht noch leicht. Das ist der Schneedrache. Seht ihr, Minotaurus? Ich lerne es doch langsam. Honigdrache. Also ich hab's drauf. Das ist der Stammesdrache oder wie der heißt. Glaube ich doch. Das ist so eine richtig schöne Übung. Den habe ich ja auch.
Das ist der Stammesdrache. Nee, wie hieß du denn gleich nochmal? Du hast einen ähnlichen Namen. Ist auch egal. So, was ich damit nur sagen will, ist, dass umso weiter wir ins Spiel kommen, ich schwerer abschätzen kann, wie diese Drachen mit Namen heißen. Ey, zum Beispiel, was ist er? Sieht ja auch interessant aus. Ist echt deine Leidenschaft, das sieht man sofort. Du hast so eine individuelle Vielfalt. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht mal, dass du irgendwelche Drachen, dass du irgendwelche Drachen doppelt hast, oder doch? Könnt ihr es sehen? Habt ihr Drachen doppelt gesehen? Doch, hier. Der Stammesdrache, dieser, der bei mir kam. Luxus. Den hast du glatt zweimal. Krass. Okay, der ist auch schön. Hier dieser goldene, dieser Drache. Wow, der gefällt mir. Den will ich haben. Okay, haben wir uns die Drachen soweit angesehen? Der Spiondrache sieht auch nach wie vor cool aus. Ein Orangendrache. Und hier den Koch, den gab es beim Event. Der ist auch süß mit dem Kochlöffel in der Hand. Oh mein Gott. Wir werden bestimmt noch bei den anderen jede Menge andere Drachen sehen. Das hier ist ja der Drache, den man aktuell ergattern kann. Gucken wir mal hier noch. Ah, da bist du gerade dabei. Okay. Was haben wir denn hier? Den kennen wir doch. Wieder hüpft, das ist mir vorhin nie aufgefallen. Hier ist ein Regenbogendrache, die hast du auch doppelt. Ist mal doppelt da rein verfrachtet. Besser so, als gar kein Gold dafür kriegen. Das hier ist ein Jungbrunnen. Jo, den kenne ich ja auch. Den auch. Dich kenne ich nicht. Ein Erdhabitat und da steckt was ganz Lustiges drin. Sehr cool. So, hier oben, das finde ich ja mit am schönsten an den Inseln, gibt es diese Schildkröteninsel. Die sieht echt cool aus, oder? Erinnert mich an World of Warcraft Mists of Pandaria, wo man auf dieser lebendigen Schildkröte, wo man auf der lebendigen Schildkröte anfängt zu questen. Da werde ich auf GVJune demnächst noch was zu zeigen, denn ich wollte ja ein neues World of Warcraft Projekt mit euch gemeinsam anfangen. Und das machen wir diesmal auf GVJune, auf meinem Zweitkanal, also meinem Solo-Kanal. Und da beginnen wir auch in einem Startgebiet, was sich auf dem Rücken einer Schildkröte befindet. Nur mal nebenbei. Hier hast du auch noch nichts gemacht. Wie sieht es mit Kronos aus? Das kann man auch so nicht einsehen. Ich muss gestehen, ich besuche nicht allzu häufig, Leute. Wenn ich hier irgendwas übersehe, tut es mir echt leid. Ich gebe mir Mühe, dass ich auch wirklich am Rande nichts auslasse. So ein bisschen asiatisch, ne? Aber ich glaube, ich habe mir alles angeguckt. Ich weiß, es gibt nachher wieder Schimpfe, wenn ich irgendwas übersehen habe, aber ich habe doch nichts übersehen, oder? Oder kann ich irgendwo noch reingucken? Ich könnte höchstens mal gucken, wo du dich auf dem Spielbrett aktuell befindest. Player, oh Gott, ich kann leider die Endung nicht sehen. Ich sollte mal eben kurz gucken. Noch zum Abschluss. 49032. Und dann nochmal hier schauen. Okay, das ist einmalig. Dann habe ich, glaube ich, dich sogar jetzt schon entdeckt, oder? 49032. Das hier bist du. Okay, du befindest dich kurz vor diesem Drachen hier. Aber dafür, dass ich Stufe 30 bin und du 48, bin ich ganz schön weit auf dem Spielbrett. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ist das normal? Ach genau, was ich noch die ganze Zeit machen wollte. Habt ihr mir geholfen, die Türen zu öffnen? Nein, mir fehlt einer, der mir hilft. Ah, hier. Bitte, einer von euch. Bitte. Ich würde so gerne diese Tür da aufkriegen, damit ich endlich diesen Bereich noch klären kann. Von da, bitte hilft mir. Kann ich nämlich in der nächsten Folge da noch rein. Und dann gucken wir uns natürlich auch ein zweites Mitglied vom Clan an. So, ich würde aber sagen, wenn ich hier gerade noch irgendwas... Okay, wer ist mein liebes Charakter von Death Note? Das schreibe ich gleich. Das mache ich heute nicht zum Thema. Das sind die Privilegien, wenn man in unserem Clan ist. Man darf mir Fragen stellen. Natürlich. So, jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Das wird jetzt doch ziemlich lang, die Folge. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann bewertet das Video doch gerne positiv. Und wenn ihr in den Clan rein wollt, sucht einfach nach dem Clan GVJune. Und ihr dürft jederzeit joinen, sehr gerne. Wir würden uns freuen, wir alle, wir sind super nett, wirklich und auch mega aktiv. Und
Überhaupt, wir sind echt cool. Bis dahin, macht's gut und tschüss.